War! Sabotage! Torversagen! Wieso? Wer hat denn das jetzt gemacht? Wer war denn das jetzt, welches kleine Schweinchen? Okay, warte mal, warte mal. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Jurassic World Evolution 2 im Herausforderungsmodus auf schwer in Kanada mit dem neuen DLC Frühe Kreidezeit. Das ist jetzt hier auch mit dabei. Und wir haben kranke Dinosaurier, da können wir aber nichts machen, weil das ist Erkältung bzw. Lungenentzündung oder so. Und das muss von selbst tatsächlich heilen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Jurassic World Evolution reinziehen, im Herausforderungsmodus. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die vollständige Playlist rein. Ist immer am Anfang des Videos. Rechts um eine Ecke fängt oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren. Genau. So, wir müssen oder wir sollten versuchen, hier mal noch zu schauen jetzt, was hier jetzt los ist. Weil ich sehe gerade, wir haben Kritik bekommen von den Gästen, dass irgendetwas nicht am Start ist. Da muss ich jetzt mal schauen. Sind es die Toiletten? Also die Nahrungsgebäude sind schon mal nicht... Alter, wer rührt denn da so unglaublich? Das ist ja unfassbar. Nahrungsgebäude sind schon mal nicht. Könnte es Transport sein eventuell? Möglicherweise ist es die Transportbewertung. Schutzraum. Okay, hier hinten könnten wir vielleicht nochmal einen Schutzraum aufbauen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Weil da scheint irgendwie die Abdeckung nicht so optimal zu sein. Warte, wenn wir hier mal so eine Straße rüberziehen mal. Vielleicht mal die beiden Wege mal untereinander verbinden. Und dann mal hier eine Straße rüberziehen, nicht wahr? Und dann mal hier in die Ecke mal noch einen Schutzraum setzen. Dann haben die da eine Abdeckung und dann passt das. Was denn jetzt? Bedrohte Spezies in der Baugrube. Was? Jetzt sind wir hier bei Bündnis 90. Eine bedrohte Spezies hat ein Nest in der Baugrube gebaut. Das fängt ja gut an wieder. An einen privaten Sammler verkaufen. Verkaufe die bedrohte Spezies für ein hübsches Sümmchen an einen privaten Sammler. Ja, warum nicht, ne? Halte den Bau an. Nein, wir verkaufen die bedrohte Spezies. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld für meine Plesiosaurier. Denn, okay, jetzt habe ich hier einen Malus gekriegt. Ist egal. Denn wir müssen hier jetzt noch Plesiosaurier züchten. Da war ja was. Und da beauftrage ich gleich mal hier diesen Jeep. Der kann gleich mal hier hinten die Lagune betüdeln. Genau, wir machen jetzt mal Plesios. Da müssen wir mal gucken, wie teuer die sind. Also genau, wir hatten ja hier den schon auf 100%. Jetzt muss ich das Genom noch modifizieren. Wenn wir jetzt 3,3 Millionen haben, dann können wir das ja mal machen. Okay, Sozial und Kampf. Ich sollte es vielleicht bei Sozial... Guck mal, der ist nämlich ungesellig. Das ist nämlich gar nicht so gut. Das wäre vielleicht schlauer, wenn wir da ein etwas geselligeres Tier am Start haben. Damit wir da vielleicht auch noch andere Arten entsprechend mit unterbringen können. Das heißt, wir müssen das Gensplicing jetzt mal erforschen. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Was ist denn das nochmal genau hier? Gruppenanpassung? Speziesübergreifende Anpassung. Was war denn das nochmal? Entweder war es das oder das. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich mach mal das hier. Da brauchen wir 12. Oh Gott, 12. Da brauchen wir ja die drei Nasen hier, genau. Machen wir das mal, da passt's genau. Oh, es hat 1 Million gekostet, kann das sein? Nee, nicht ganz. Bisschen weniger. Und da war eine Wissenschaftlerin, die wir noch in den Ruhestand mal schnell schicken müssen. Hier, genau, sie. Ach, sie forscht jetzt? Genau. Aber sie hier, sie kann mal ausruhen direkt. Ja, nice. Meine lieben Freunde, es sieht eigentlich sehr gut aus in diesem Spielstand. Lungenentzündung. Heilt Lungenentzündung von alleine eigentlich? Müssen wir mal gerade gucken. Nicht, dass ich die jetzt doch... Erholt sich mit der Zeit. Ja, okay. Lungenentzündung ist kein Thema für die Saurier. Das passt. Was ist denn bedrohter als Dinos? Na, wahrscheinlich der weißgefleckte Rotbuntspecht. Keine Ahnung. Oder Tyriane Oineme ist verärgert. Ja, ist ja gut, Tyrannosaurus, Frau. Ich geh dich ins Bett legen hier. So. Da, auf das du nicht mehr verärgert bist. Forschung abgeschlossen. Beobachtungsgalerie für Meeresreptilien. Stimmt, die hatten wir auch noch nicht. Genau, die ist jetzt auch freigeschaltet. Übrigens, ich hatte übrigens gerade rechts oben, war Offscreen passiert, wo ich geladen habe. Ist ja eine neue Session gerade. Da hatte ich die Meldung bekommen, dass ich jetzt Lohnsteuern zahlen muss, weil ich jetzt einen Cashflow von über 300.000 habe. Das ist mal eine Ansage, ey. Also ich muss jetzt Steuern zahlen, quasi.
In Jurassic World. Das nächste Ziel willst du nicht verpassen. Ah. Vertrau mir, ich habe einen Doktortitel. Ohne Krankheiten. Sorge für gesunde Dinosaurier. Ja, ich wette, wenn ich das jetzt anklicke, kommen erst recht die Krankheiten. Zur Spezifikation. Modifiziere das Genom eines Dinosauriers auf bestimmte Weise. Da müssen wir wieder einen bestimmten Saurier mit einer bestimmten... Versorge deine Gäste. Errichte Einrichtungen in deinem Park und versorge deine Gäste. Hier kriegen wir das meiste Geld. Wir machen mal das. Das sollte auch am leichtesten sein. Erreiche eine Parkbewertung. Ja, das ist klar. Versorge deine Gäste. Baue eine mittlere Einrichtung des Typs Getränke. Okay, da müssen wir mal gucken. Brauchen wir die überhaupt irgendwo? Mittelgroße Einrichtung, Getränke brauchen wir gar nicht. Aber gut, wenn wir hier vielleicht dann die Anlage in Betrieb nehmen, könnte es sein, dass wir da vielleicht sogar dann... Hier, Beobachtungsgalerie, genau. Wenn wir das hier mal hinbauen, so. Was? Sabotage! Torversagen! Wieso? Wer hat denn das jetzt gemacht? Wer war denn das jetzt, welches kleine Schweinchen? Okay, warte mal, warte. Wo sind meine Jeeps? Ein Saboteur hat überall im Park die Tore geöffnet. Wo sind meine Jeeps jetzt? Wo sind die alle hin gerade? Ich glaube, es hackt. Müssen doch irgendwo sein. Da ist einer. Gleich mal hier machen und tun, bevor die Ceratos auch ausbrechen. Warum haben die denn das jetzt gemacht? Wer ist denn so wagemutig und macht das? Wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Mann, wo ist denn das Tor hier, verdammt? Da ist es. Neustart im Gang. Schnell, schnell, rüber zu den Ceratos. Schnell. Schnell. Hä? Ist ja gar nicht offen. War das jetzt nur das eine? Das System wurde neu gestartet. Okay, nee, dann ist alles gut. Boah, der Brachiosaurus wollte schon ausbrechen. Gefahr für die Gäste. Ach, hör doch oft. Wie kannst du eine Gefahr sein? Lügt euch doch nicht in die Tasche hier. Warum ist denn hier die Bewertung jetzt am Fallen? Was ist denn das jetzt hier? Nur weil da mal das Tor für 5 Minuten offen war. Was ist denn das hier? Erkältungswelle oder was? Hier, gib mal hier den Heini her, der hier heilen soll. Alle heilen. Ach, kann ich ja nicht. Ich kann die nicht heilen. Es geht nicht. Nur die ganz kaputten hier. Warte mal. Da, wo das Lebenssymbol über dem Kopf ist. Die kann ich heilen. Hier den und den hier auch. Alle anderen müssen so klarkommen erstmal. Na toll. Torschlusspanik. Das ist diese Torschlusspanik, von der wir alle gesprochen haben. Gruppenanpassung. So. Kann ich jetzt den Dings mal... Jetzt verliere ich Geld gerade. Das ist ja schweinisch. Okay, warte mal ganz kurz. Wir müssen mal Bilder schießen direkt. Wo sind jetzt wieder die Jeeps hin? Da ist einer. Warte, gleich mal hier reinhalten in die Menge. Genau, guck mal, 78.000. Und dann gleich mal hier drüben auch noch in die Menge reinhalten. Kommt er da durch? Ja, er kommt durch. Sehr gut. So, Achtung. Einmal reinhalten in die Menge, genau. Wunderbar, 89.000. Solange wir nämlich hier gerade noch fett im Minus sind, müssen wir da jetzt mal ein bisschen gegensteuern. Die Parkbewertung ist halt gerade sehr schlecht. Das liegt halt auch daran, dass es den Dinos jetzt gerade nicht gut geht, ne? Aber ich kann halt nichts machen. Die müssen die Erkältungswelle müssen sie halt aussitzen. Wo sind die Ceratos gerade? Jetzt sag nicht, die sind ausgebrochen in der Zeit, wo ich... Aber der Tor war ja zu, da war ja nichts bei denen. Stehe ich gerade nicht. Sind die denn? Ich halte einfach mal rein. Mal gucken, vielleicht erwische ich sie, ja. Keine Saurier in Reichweite. Hä, Moment mal, warte mal ganz kurz. Ach, da sind sie, da hinten. Moment. Ceratosaurus, jawohl. Genau, mehr wollte ich gar nicht. Mal schnell mal Bilder machen. Jetzt steigt die Parkbewertung wieder. Jetzt ist alles wieder okay. Gott sei Dank. So, jetzt nochmal hier. Zurück und nochmal gucken jetzt. Ich möchte jetzt hier die Dinosaurier synthetisieren. Genom modifizieren. Kann ich dem jetzt sein Sozialgenom jetzt verbessern? Ja, kann ich jetzt machen. Sehr schön. Sozial, guck mal. Dann haben wir da nämlich schon mal nicht so ein Problem. Dann machen wir ihn noch belastbar. Und noch langlebig, würde ich sagen.
211.000. Okay. Wissenschaftler zureisen. Welcher kleine Olm war denn das hier von euch, der hier das gemacht hat? Hatten wir irgendwen, der eine günstigere Synthese hatte irgendwie? Gucken wir mal. Sechs Eier, genau. Sehr schön. Mann, was? Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Die totale Krankheitswelle. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ey, ihr MCU-Leute hier, ihr dürft doch nicht einfach wegfahren. Was soll denn das? Hier, ihr müsst die alle hochheilen wieder. Die sind total kaputt. Alle erkrankten Saurier müssen wieder hochgeheilt werden. Der Einzige, der nicht krank ist, ist der Brachiosaurus. Weil wahrscheinlich, weil der Kopf so weit oben ist. Ha, da sind die ganzen Bazillen, die verteilen sich, bevor sie zu ihm nach oben kommen. Ja, der Kopf ist so weit oben, da kommen gar keine Bazillen hoch. Die aerolosisieren sich sofort wieder. Aber warum geht's denn dem eigentlich nicht so gut? Guck mal, der braucht mehr Wald und eine große Nuss braucht er. Ich glaube, wir müssen dieses Gehege echt noch größer machen, ey. Man glaubt es kaum, aber ich glaube, es ist so. Machen wir das jetzt einfach mal hier noch so ein bisschen so rum. Ja, irgendwie will der nicht sich so richtig wohlfühlen. Ich verstehe das gar nicht. Warum das so ist. Machen wir das halt jetzt mal so. Es ist schon verrückt. Das nächste Massensterben. Vielleicht sind die Dinosaurier auch wirklich an der Krankheit gestorben. Ich glaube, das ist mittlerweile widerlegt. Das hat man früher gedacht, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, weil sie alle krank geworden sind. Irgendwie. Aber nachdem das mit dem Meteor halt immer mehr Beweise bekommen hatte, also diese Theorie mit dem Iridium, mit der Iridiumschicht, die auf der ganzen Welt ist und dem großen Einschlagskrater in Yucatan und sowas alles. Nachdem man das alles so zusammengepiest hat, glaube ich, ist an der Asteroidentheorie wahrscheinlich mehr dran, unterm Strich. Früher war mehr Lametta, genau. Alter, das ganze Gehege ist krank, ey. Unglaublich. So, aber hier können wir gleich mal loslegen. Eier auswählen. Ich muss meine Eier auswählen. Was haben wir denn hier? 30% Lebenserwartung. Ausdauerregenerationsrate. Ja, komm, kleiner Hunger, sieht doch gut aus. Ja, nicht fit. Ist egal, wenn sie nicht fit sind. Okay, wir brauchen 1,6 Millionen. Billigere, aber wir kriegen ja, genau, wir kriegen ja den billigeren Brutvorgang rein. Nicht schlecht. So, aber ich sehe schon, ich muss die Frau benutzen, die nicht mehr so wahnsinnig viel Energie hat. Da müssen wir ja... Das klingt jetzt falsch, wenn ich das so sage, aber es ist leider so. Ich kann es nicht anders formulieren. Ja. Lalala, ich mache noch die Beobachtungsgalerie für die Dings. So, und dann hängen wir die da an Wegesrand dran und machen da noch ein Umspannwerk. Vielleicht auf die Seite lieber, weil da ist ja schon eins auf der anderen. So, nee, so. Genau. Nein, doch. Oh. In 5 Minuten ist der erst fertig. Na toll. Na gut, bis dahin müssen wir uns halt so durchlamentieren. 3,5 Sterne haben wir jetzt bald wieder. Gerade noch 3,4, was müsste gleich umswitchen. Dann baue ich jetzt hier schon die Anlage einfach. Hier die mittelgroße Einrichtung für Getränke. Müsste doch eigentlich passen da hinten. Wenn wir das hier direkt neben die Attraktion bauen. So, und da sagen wir einfach mal, ja, Abenteurer-Besucher. Waren doch die Abenteurer-Besucher, die da eher hingehen. Blatttee. Machen wir mal Blatttee. Dann noch ein Entertainer und dann noch ein Aquarium. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Verteilung genau aussieht, weil noch geht ja keiner hier in die Ecke in den Park. Noch ist ja da keine Attraktion drin. Das kommt ja dann erst, wenn da wirklich was los ist auch. Aber wir müssen die ja nur bauen, wir müssen die ja nicht, genau, bevölkern. Ich weiß ja, dass manche Ziele nicht leicht sind. Aber die Belohnungen, die mit ihrer Erfüllung einhergehen, sind es definitiv wert. Mein Gott, sind die bald mal alle wieder gesund, ey? Das ist doch unglaublich. Guck ich es mal an, ey. Eine einzige Epidemie. Niedrige Gesundheit. Ja, Mann. Muss ich schon wieder hier die MCU losschicken. Muss ich schon wieder heilen. Guckt sie euch doch an. Die Saurier. Wie sie alle kurz vorm Krepieren sind hier. So viele kann man doch gar nicht heilen. So viele MCUs kann doch keiner haben, ey. Außer Disney. Unglaublich. Okay, warte mal. Ich muss auch mal gucken. Wir müssen mal uns auch um Expeditionen kümmern wieder. Dass wir wieder Nachschub kriegen auch. Was holen wir uns denn jetzt als nächstes noch?
Kamarasaurus und Apatosaurus. Apatosaurus, genau, noch mehr Brontos. Hey, warte mal, halt, wir wollten einen Fleischfresser noch holen. Einen neuen, glaube ich. Iguanodon! Gibt's auch wieder. Proceratosaurus. Ah, den hatten wir schon mal. Was war das hier? Uranosaurus. Ceradactylus. Ach, das ist ein Flieger. Hererasaurus wäre natürlich mal spannend. Was haben wir hier noch gehabt? Velociraptor, na gut, der ist ein bisschen langweilig. Den kennen wir ja schon. Was ist das? Zunga. Ah, das ist der neue aus dem DLC. Aber da braucht man eine Kuppel. Die kostet natürlich auch erstmal Geld. Dilophosaurus wäre natürlich recht einfach. Deinonychus wäre auch recht einfach, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir machen mal Hererasaurus. Kostet auch gar nicht so viel eigentlich. Und mit der Frau hier können wir das auch gleich machen, dass wir die Fossilien kriegen. Hererasaurus war, glaube ich, auch ein etwas größerer Fleischfresser gewesen. Kann man, glaube ich, mal machen. Frauen mit wenig Energie benutzbar. Was? Sind wieder so Aussagen, die einem irgendwann auf die Füße fallen. Ich sehe schon. Brutkästen in Gebrauch. Nice. 2 Minuten und 50 Sekunden. Dann haben wir wieder eine neue Spezies im Park. Und dann sollte die Bärwertung eigentlich auch steigen. Wisst ihr, was mir hier ein bisschen Sorgen macht? Wenn die Dinosaurier sich nicht wohlfühlen, weil sie krank sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit von Sabotageakten von den Wissenschaftlern. Deswegen war da nämlich auch gerade die Sabotage gewesen. Aber irgendwann müssen die doch auch mal wieder gesund sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein hier. Irgendwann muss es denen doch mal wieder gut gehen. Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Ich meine, ich verteile ja schon die Heilaufträge. So ist es ja nicht, ne? Aber man kommt ja gar nicht hinterher bei so vielen Tieren. Das ist schon echt heftig gerade. Das ist ganz schön wild. Hatten wir eigentlich noch Fossilien? Nein, okay. Hatten wir nicht. Können wir noch was forschen eigentlich? Wie sieht's denn aus? Können wir hier uns den Chronosaurus holen? Meeresreptilien 2a. Ich hätte aber vielleicht doch gerne mal diese hier mal probiert. Wie sieht's denn aus? Können wir uns das leisten? Mal hier sie und sie. Wenn die beiden das machen, dann klappt das doch, oder? Warte, wir brauchen noch billigere Forschung. Damit es günstiger wird, genau. Nice. Dann sparen wir uns Geld beim Forschen. Mehr Meeressäuger, Meeressäuger sage ich schon. Mehr Meeresreptilien sollte, glaube ich, ein bisschen mehr Geld in die Kassen spülen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe nur, das ist groß genug hier, das Becken. Können wir das noch größer machen, zufällig, noch um ein Segment hier. Wenn wir hier hinten das Wasser noch wegmachen vielleicht und das Gelände noch ein bisschen einebnen hier hinten. Ah, wird schwierig, glaube ich. Vielleicht hier so nach da oben noch. Ich glaube, wenn das so klein ist, wird das, glaube ich, schwierig. Ah, schade. Da müsste man hier das Gehege noch ein bisschen kürzen. Dann würde es gehen. Nach hier geht es leider nicht. Unten geht es sowieso nicht. Da ist nicht genug Platz. Aber ich sag's mal so, für die Plesios müsste eigentlich genug Platz drin sein. Aber ich werde mal sicherheitshalber den Weg kürzen. Und hier mache ich einfach mal... Baue ich einfach mal schräg rüber. Wir sollten vielleicht mal neue Zäune... Ah, jetzt kommt ihr da an, oder was? Ist nicht euer Ernst. Kann ich da wieder nicht bauen. Okay, wir erforschen mal neue Zäune noch. Also stabilere Zäune. Wir haben ja nur die Stufe 2 Zäune. Das wird uns irgendwann mal auf die Füße fallen, glaube ich. Aber vielleicht sollten wir das auch lieber dann erst machen, wenn wir die nochmal verbilligen können, die Forschung. Weil sonst 150.000 haben oder nicht haben. Nee, wir machen das mal noch nicht. Wir warten mal, bis die andere Forschung noch durch ist, bevor wir das machen. Wir stehen ja noch nicht unter Zeitdruck. Zeittechnisch sind wir eigentlich gut dabei. Also da liegen wir ganz gut... Oh. Ich würde das nächste Ziel niemand anderem anvertrauen. Naja, vielleicht Owen Grady. Aber auch nur unter Aufsicht. Aber du solltest das auch allein schaffen. Ah, ich schaffe das sowas von allein. Was? Erhöhe die Anzahl siegreicher Kämpfe. Nee, das mag ich nicht. Anziehungskraft des Parks. Erhöhe die Anziehungskraft. Ja, das ist doch gut. Da brauchen wir doch nur warten, bis die Plesios raus sind. Aber besser geht immer. Es wäre schön, wenn du die Parkbewertung verbessern könntest. Da brauchen wir nur 3% mehr. Das sind bestimmt die Plesios. Das kriegen wir hin mit denen. So, ich baue jetzt schon mal eine Futterstation für die. Ich schätze mal, die brauchen Fisch. Fischfutter für Meeresreptilien. Genau.
Machen wir das doch gleich mal hier neben die Besuchertribüne. Und dann müssen wir mal gucken, ob eine Station reicht. 20 Sekunden braucht es noch, dann haben wir sie. Ichigualasto-Formation, jawohl. Gucken wir doch gleich mal nach. Was haben wir denn da jetzt? Ah, Herrerasaurus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich kann irgendwie. Ah, wir haben nicht genug Wissenschaftler gerade. Müssen wir mal kurz warten, die sind alle beschäftigt. Sind alle schwer beschäftigt hier. Komm schon. Zieh, 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 zieh. Und da ist er gleich fertig. Warte mal, wir müssen hier nochmal schnell einen Heilauftrag vergeben, ganz kurz. Wo ist denn hier die MCU wieder hin? Ist das hier die MCU? Nee, ist das Ranger-Team? Sind die schon wieder weggefahren? Die sind schon wieder weggefahren, ey. Dass die aber auch das nicht mal automatisch machen, wenn die sehen, da sind noch Saurier, die kaputt sind, dass sie die kaputten nicht einfach noch mal ein bisschen hochheilen, so. Na egal, das werden die jetzt schon schaffen hier, genau. Dann lassen wir mal den Plesio frei. Nice. Oh yeah, meine lieben Freunde. Oh, wie cool das aussieht, wenn das gleich so viele sind. Guckt euch das mal an. Ah, oh, wie cool! Plesiosaurus! Nice! Auch Fehlender diese Fisch! Kreatur kommt aus dem Meer. Sie wird Plesiosaurus genannt. Der flache Körper, der lange Schwanz und die vier Flossen sind auf die Fortbewegung im Wasser ausgelegt. Wie heutige Säugetiere muss er zum Luftholen an die Oberfläche. Eigentlich surft und isst er die ganze Zeit. Beneidenswert. Tja! Sehr schön. Ja, er muss, glaube ich, erstmal sein Gelände ein bisschen erkunden. Dann werden wir mal sehen, ob er sich wohlfühlt. Aber ich glaube, wir haben die Aufgabe absolviert. Nice. War ja klar, dass die Plesios das hochziehen. Und wir haben eine Parkbewertung von 3,7 dadurch. Nicht schlecht. Haben wir denn jetzt hier auch Geld? Das letzte Ziel hast du wie ein echter Profi erledigt. Du solltest stolz auf dich sein. Hier muss ich nochmal was zugeben. Warte mal. Können wir da noch irgendwas Grünes zugeben? Hier die Skelettausstellung machen wir mal, knallen wir mal noch rein, genau. Und vielleicht den Entertainer eher rausnehmen wieder. Er bringt ja eigentlich nicht wirklich was. Da machen wir mal nur. Ich beglückwünsche nicht jeden. Eigentlich beglückwünsche ich sogar niemanden. Aber die Parkbewertung wurde erhöht. Also gut gemacht. Ich möchte noch mal auf eine Sache kurz das Augenmerk werfen. Da pausiere ich jetzt mal kurz. Oh, wir sind schon bei Parkbewertung 4, nicht schlecht. Also, ich kriege immer regelmäßig in den Kommentaren von einem bestimmten Zuschauer immer wieder gesagt, du musst alles reinknallen, was geht hier, damit du mehr Geld verdienst. Wie oft soll ich dir das noch erklären? Hütte, hütte, be, hütte, be. So, und jetzt schaut mal, was passiert. Wenn ich jetzt, guck mal, das ist hier die Nachfrage sozusagen, ja, dieser Streifen hier. Der repräsentiert, wie hoch der Anteil von den Besuchern ist, die von diesem Besuchertyp diese Anlage besuchen. So, wenn ich jetzt hier einfach reinknalle, guckt mal, was da passiert. Seht ihr, was da passiert beim Gewinn? Da steigt nämlich gar nichts. Im Gegenteil, das geht noch nach unten. So, wenn ich jetzt das einfach brainless da reinknalle, weil ich sage, ja, ich habe ja so viele Besucher hier, je mehr ich hier reinknalle, desto mehr verdiene ich mit denen. Guck mal, was dann passiert. Ja, ich wollte es nochmal demonstrieren. Ich krieg diese Nachricht ständig. Ich krieg die immer unter jeder Folge. Und hier mal entkräftet, dass das eben nicht so ist. Ja, dass das eben Quatsch ist. Ich muss mich nach der Nachfrage richten hier. Das ist die Nachfrage. Das ist das Angebot. Wenn ich zu viel Angebot habe und zu wenig Nachfrage, dann kann ich hier alles vollknallen, wie ich will. Das bringt mir nichts. Ich mache unterm Strich Verlust, weil das hier kostet im Unterhalt auch Geld. Und wenn ich da einfach nur brainless reinknalle, ja, dann bringt das nichts. So. Deswegen muss ich da schon auch drauf achten, wie die Regler hier sind. Ich hoffe, es ist jetzt geklärt. Literally, ich krieg das unter jede Folge, kriege ich das geschrieben. So, jetzt habe ich es mal gezeigt, dass das völliger Quatsch ist. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich alles wieder verstellt hier. Moment, da müssen wir mal gucken, wir brauchen mehr die Abenteurer eigentlich. Den Fernseher, genau, weil ich muss es wieder rausnehmen hier. Fernseher raus. Obwohl, nee, warte mal, die Fotokabine raus und den Fernseher wieder rein.
75 Gäste für die mittlere Einrichtung, da ist es ja klar, dass du miese machst. Ja genau, das meine ich ja. Ich muss halt das skalieren, wenn überhaupt, mit der Nachfrage. Und wenn da natürlich nicht genug Gäste von einem bestimmten Typ drinne sind, dann kann ich natürlich hier konfigurieren, was ich möchte. Dann kriege ich da natürlich nicht genug Geld rein. Ne? Hier kann man jetzt streiten, hier ist es jetzt genau auf der Linie. Es ist schon ein bisschen im roten Bereich. Da könnte man jetzt sagen, okay, man macht noch den Fischtank dazu. Bringt aber auch jetzt nichts, ne? Wenn ich den jetzt rausnehme, habe ich weniger Minus. Es ist nicht so, dass du einfach pauschal alles vollknallen kannst. Du musst schon gucken, wie viele Gäste kommen da und vor allem, wie viele Gäste von einem bestimmten Typ kommen da. Ja? Also, auch wenn die Einrichtung jetzt hier voll ist, das nützt mir nichts, wenn ich alles hier vollknalle, weil, wenn ich nur zum Beispiel von diesem Typ hier Gäste drin habe, dann kann ich da die anderen beiden Gästetypen hier, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt hier, das hier sind, glaube ich, die Abenteurer, das hier sind, glaube ich, weiß ich nicht, wie man die nennt, aber dann kann ich das vollknallen, wie ich will. Das bringt mir dann auch nichts, weil die ja nicht am Start sind, die Besuchertypen, so. Ja, also da muss ich dann gucken. Sind auch die richtigen Besucher da drin? Da hat immer noch einer eine Lungenentzündung, ich raste aus. So, genau. Ah, jetzt habe ich die ganze Zeit wieder hier gelabert und wir haben uns gar nicht auf die wichtigen Sachen hier kondensiert. Genau. Ich wollte jetzt eigentlich... Genau, ich wollte jetzt die Gehege hier noch erforschen. Und da brauchen wir jetzt mal billigere Forschung, genau. Und wen haben wir noch? Selbstloses Gehalt hier. Sie kann da mitmachen, genau. Sehr schön. Guck mal, kostet das nämlich nur noch 100.000. Nice. So, dann haben wir nämlich bessere Zäune direkt. Wenn die Einrichtung voll ist, pah, die Gäste müssen voll sein, Kappa. Ja. Geht's eigentlich denen hier jetzt gut, den Plesios? Fehlendes offenes Gelände. Ja, wie viel Gelände wollt ihr denn haben? Plesiosaurus, ja. 100%? Ja, was ist denn 100%? Niedrige Gesundheit. Ja, das ist der mit der Lungenentzündung. Den ignoriere ich jetzt. Sätze wie im Spital. Hier, machen wir das jetzt mal hier so. Huch, warte, nein, das wollte ich nicht. Dann hauen wir das hier nämlich weg. Der Cerato braucht ja, glaube ich, nicht so ein großes Gehege. Genau, und dann machen wir das mal hier jetzt, genau. Machen wir das mal so. Dann geben wir denen noch ein bisschen mehr Platz da rein. Vielleicht klappt es ja dann mit dem offenen Gelände. Auf zum Atem. genau, Angebot und Nachfrage. Halt eine Wirtschaftssimulation, genau. Einfach blindlings alles bauen, das hat noch nie funktioniert eigentlich. Das wäre ja auch zu einfach. Ich meine, dann müsste ich ja gar nicht überlegen, was ich da mache. Da knall ich einfach brainless da irgendwelche Anlagen rein und wird immer Geld verdienen. Das macht ja keinen Sinn. Also so ist es ja nicht. Man sieht es ja, dass es nicht so ist an der Statistik von dem Shop, dass es nicht so ist. Dass man es vielleicht dann hinterher, wenn dann mehr Leute drin sind, noch hochskalieren kann. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Hier zum Beispiel. Hier könnte man jetzt sagen, man macht jetzt hier noch die Skelettausstellung rein. Dann wird es mehr. Ja, seht ihr das? Dann wird es ein bisschen mehr, was da rumkommt. Oder? Ja, warte, ich muss auch die richtige nehmen. Was ist jetzt wieder los? Sturmwarnung. Ach Mann, man kann nicht mal was demonstrieren hier. Genau, wenn die Einrichtung voll ist und der entsprechende Gästetyp am Start ist und dann knalle ich noch weitere rein, dann verdiene ich auch mehr Geld. Das ist richtig, ja. Aber wenn ich natürlich da noch nicht Vollauslastung habe und alles reinknalle, dann bringt mir das nichts. So, jetzt müssen wir die Schutzräume aufmachen. So, ich hoffe, dass diese Diskussion damit jetzt beendet ist. Also brainless einfach da reinknallen ist keine gute Idee, vor allem am Anfang nicht, wenn man noch keinen großen Park hat, wo noch nicht so viele Leute dann reinkommen. So, jetzt müssen wir mal schauen, brauchen wir noch irgendwie eine Abdeckung zufällig? Toilettenabdeckung fehlt da noch, guckt mal. Schutzräume sind am Start, dann machen wir da gleich mal noch eine Toilette hin. Jetzt ist ja eh Sturm, da können wir das mal machen. Vielleicht eher so hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber der Sturm hier war ja nicht so schlimm, der Schneesturm. Das war ja erträglich eigentlich. Ich liebe die Schnappatmung. Wenn man sie bei anderen sieht, macht mein Ego einen Hochsprung. Ja, aber weißt du, der Punkt ist, ich krieg das halt unter jede Folge geschrieben. Und ich denke mir halt jedes Mal so, es wird halt dadurch nicht richtiger, dass man das halt wiederholt einfach. So, keine Ahnung. Die Diskussion ist beendet, ja. Das ist halt echt irgendwie, keine Ahnung. Es wird, eine falsche Aussage wird halt nicht dadurch richtiger, dass man sie wiederholt.
Grüße gehen raus an die Grünen an der Stelle. Im Park gibt es keine Erkältungswellen mehr. Sehr gut, endlich. Wir haben die Erkältungswelle Ja, pass mal auf. Jetzt schneit's wieder und dann erkälten sie sich wieder. Genau. Hervorragend. Tolle Sache. Ach, wozu Schutzräume öffnen? Die Leute sind doch nicht aus Zucker. Man kann ja nicht Bubble Tea in einer Kneipe ausschenken. Da macht man ja miese. So, ja. Ach, Bubble Tea, das geht schon. Die Spätfolgen sind dann nur ein Problem. Aber das ist mir ja egal. Ich will ja nur Geld verdienen hier. So, dann muss ich mal gucken jetzt. Brauchen wir zufällig noch irgendwie... Brauchen wir noch zufällig noch irgendwie hier, Merch und so? Ja, guck mal, hier Essen brauchen wir noch. Merch und Essen. Essen-Merch. Billige Burger. Hier, guck mal, da machen wir doch gleich mal die Eisdiele hier rein. Eine Fotokabine. Und dann nehmen wir mal statt den Burgern jetzt einfach mal Donuts. Donuts und dann machen wir da noch ein Aquarium, machen wir da noch. Falls hier noch die Luxusgäste kommen. Ich glaube, das sind Luxusgäste. Das sind, glaube ich, Globetrotter irgendwie. Und das hier waren, glaube ich, Abenteurer. Ach, keine Ahnung. Nee, das hier waren naturverbundene Besucher, die sich für die Natur vor allem interessieren. So. Luxus, Natur und Abenteurer. Nicht identifiziertes Leiden. Wer hätte das gedacht? Niemand hätte damit rechnen können, dass nach einem Sturm ein nicht identifiziertes, da wahrscheinlich Unterkühlung oder sowas. Der hängt hier fest, das ist auch gut. Durch Sturm deaktiviert. Sind jetzt eigentlich hier die Tiere? Okay, die fühlen sich jetzt zu 83% wohl. Aber irgendwie ist das offene Gelände immer noch ein Problem für die. Fragt sich gerade noch wer, wie es wohl aussehen würde, wenn die Dinos Schneeengel machen würden. Ja gut, warte mal. Sehen wir hier vielleicht, was die so treiben im Schnee? Irgendwie nicht wirklich was anderes, als was sie sonst auch treiben. Genau dasselbe, was sie jeden Abend treiben. Sie versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. So, jetzt genau. Guckt da mal nach, was der da braucht. Eine Verletzung. Halt, du kannst ihn gleich behandeln direkt. Ist nur ambulant. Was ist mit den Ceratos? Jetzt sieht man natürlich nicht, wie die sich fühlen. Oh, warte. Ja, ist vorbei, ist vorbei. Alle Schutzräume schließen. Nice. Der arme T-Rex. Ja, das wären sehr armselige Schneeengel, glaube ich, vom T-Rex. Das kann... Armselig. Oh Gott. Ja, 16% Verschlechterung beim Umsatz und Gewinn. Ja, was soll ich machen? Sabotage, Krankheit und Sturm auch noch. Und jetzt noch hier... Wir würden auf so ein interessantes Ziel verzichten. Jawohl. Und du kommst mir nicht wie ein Dummkopf vor. Nein. Was hab ich gesagt? Anziehungskraft des Parks erhöhen. Da krieg ich das meiste Geld. Ja, komm, das können wir machen, indem wir neue Dinosaurier reinholen. Die Parkbewertung sieht gut aus, könnte aber besser sein. Hahaha, du kleine Kritikerin, du. Mein Team vermeldet, dass der Job erledigt ist. Ich habe nichts anderes erwartet. Und es freut mich, dass meine Erwartungen erfüllt wurden. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur da gesessen und gut ausgesehen. Herrlich. Ja, wenn das so einfach ist, immer her damit. Gebt mir eure Aufträge. Ich rauche sie in der Pfeife direkt. Nice. Okay, warte, ich muss kurz gucken. Ich brauche noch mal ein neues Gehege. Wir wollten doch den, wie heißt er noch mal? Den einen Saurus da machen. Den, Herrerasaurus. Genau, den wollte ich noch, Gedönsien machen. Warte mal, was ist denn hier los? Irgendwas ist hier doch. Ah, nee, okay, nee, alles gut. Mach mal den an jetzt. Schnellere extra schon. Nice. Alter, wir haben 3,4 Millionen. Wann ist das denn passiert? Einsatzbereit. Lass mal gleich die Plesios fotografieren, da kriegen wir Geld. Ich stehe doch drauf auf Geld. Aber sowas von. Hier, warte. Da, nochmal schnell Foto machen, da. Schön den Balken davor, herrlich. Wo ist denn der andere Cerato? Ist jetzt auch egal.
Oh mein Gott, warte. Ich muss mal hier mich mal durchnavigieren. Wir fahren mal schnell zu dem anderen Gegen und machen da auch nochmal ein Bild. Einfach reinhalten. Da! Spottangebote zu spitzen Preisen, aber sowas von. Aus Weg! Blockieren Sie mich doch nicht! Oh, jawoll! 171.000. Infizierte Wunde, Medikation. Was ist passiert? Wer hat was gemacht? Muss ich jetzt schon wieder was forschen oder was? Oder wie? Warte. Heißt jetzt. Nee, ist doch keiner krank. Seal. Seal, die wollen mich nur ablenken vom Geld verdienen. Diese ganzen Sachen, die da aufplöpsen, sollen mich nur davon ablenken, dass ich Geld verdienen kann. Und die Besucher auch, die wollen sich mir alle in den Weg stellen. Aus dem Weg. Raus aus meinem Park. Ah! Gottes Willen. Ich bin übrigens Stuntfahrer. Ich habe in Hollywood angefangen. Ich bin der Stuntfahrer von Tom Cruise. Warte, von hier. Oh, Willi, Junge. Nein, warte, ich muss noch mehr an den Rand fahren. Jetzt gehen sie doch aus dem Weg und machen mich nicht nervös hier. Foto, Foto, Foto. Bäm, 125.000. Aus der Hüfte. Nice. So, warte mal jetzt hier. Kondensation. Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten noch mal eine Expedition losschicken, damit wir noch mehr Herrerasaurus kriegen. Herrerasaurus. Herrhörensaurus. Günstigere Expedition. So. Ja, Applaus. Das meine ich aber auch. Ja, genau. Hat er fein gemacht. So. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Hat mir den jetzt schon analysiert? Nein. Ach, guck mal, da ist er noch. Ja, dann warte ich jetzt, bis der wieder da ist. Ich glaube, ist der schon auf 99% gewesen? Hatte ich es gerade richtig gesehen? Der ist ja schon auf 99%. Der ist schon fast fertig. Ach, das eine Prozent. Das machen wir mal noch voll. Aber wir müssen mal gucken, wo wir den unterbringen. Warte mal, genau. Was braucht denn der noch so für Kollegen im Gehege? Oder was mag denn der? Komsognathus mag nicht Fleischfresser. Okay, da braucht der ein extra Gehege auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wohin mit ihm? Haben eigentlich die Ceratus ein Gehege, was denen vielleicht zu groß ist, zufälligerweise? Weil dann könnten wir das nochmal ein kleines bisschen kleiner machen. Los, jetzt analysier den mal da. Die haben, wie viel Platz haben die denn? Bereich 3,8. Da können wir ein kleines bisschen was abzwacken, kann das sein? Wenn wir denen vielleicht hier ein bisschen was abzwacken noch? Weil ich hab doch hier drüben jetzt doch noch... Ja, obwohl, ach, hier ist eigentlich noch... Nee, das machen wir nicht. Da ist noch reichlich Platz für mehrere Gehege. Nee, dann machen wir das jetzt hier direkt nebenan. Warte, vielleicht erstmal die Beobachtungsstation bauen. Dann haben wir direkt da auch gleich eine Attraktion. Vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Abstand noch. Dann können wir da noch Läden dazu bauen noch. Wir brauchen da ja noch einen Merch-Store, fällt mir mal so auf. Und eine Umspannstationsanlage brauchen wir auch noch. Umspannstationsanlage vor allem. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, meine lieben Freunde. Haben die jetzt eigentlich mal die Zäune? Ach nee, die Zäune wollten wir ja noch. Naja, ist jetzt ja, ich mache jetzt erstmal mit dem Zweier. Können ja aufrüsten dann noch. Genau, guck mal, wir machen das jetzt so. Dann machen wir hier so ein bisschen das so rum. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz der braucht. Der sah jetzt nicht aus wie so ein großes Tier, ehrlicherweise. Sah eher ein bisschen klein aus, ehrlich gesagt. Sagte er und machte ein großes Gehege für den Herrerasaurus. Aber egal, wenn das zu groß ist, können wir es ja umtopfen, das Tier. Können wir da jetzt noch einen Merch-Store hinsetzen? Mittleren. Machen wir es mal so. Oha, das sind ja viele Abenteurergäste, die wir da bewirten müssen. Warte mal, da müssen wir mal hier richtig Gas geben, jetzt was das angeht. Mach da mal Hüte. Fernseher. Hier lohnt sich das richtig ordentlich reinzuklotzen. Genau. So, jetzt warte mal. Pause kurz. War jetzt die Dings schon angekommen? Die war noch nicht angekommen, okay. Aber wir haben 4 Millionen, alter Schwede. Aber die Bewertung ist wieder ein bisschen gefallen jetzt. Wie sind denn hier die Anlagen so ausgelastet? Okay, die sind noch nicht so wahnsinnig
Was denn jetzt schon wieder? Wer ist denn jetzt gesundheitstechnisch hier schon wieder so angeknackst? Benötigt Statusprüfung. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Machen die hier denn schon wieder? Irgendwas ist da schon wieder. Ich mach mal diese Forschung hier für... Nee, erstmal Fossilien, genau. Okay, da können wir nur die drei machen. Dann machen wir das mal, wa? Schnellere Extraktion, zack. Und da ist jemand schon wieder nicht so ganz ausgeruht. Das müssen wir auch mal schnell beheben hier. Nicht, dass die uns aufs Dach steigt. Sonst springt die uns mit dem nackten Hintern ins Gesicht. Das muss ja nicht sein. Kollege Gehege. Stuntfahrer von Cobra 11. Nein, nicht schon wieder. Ich raste aus. Ach so, nee, der ist nur verletzt. Unterkühlung. Wat? Moment, was ist jetzt wieder los? Diese Saurier sind hungrig. Nahrungsknappheit verursacht Stress. Und der ist weder für sie noch für uns gut. Was denn für eine Nahrungsknappheit? Infizierte Wunde. Okay, das müssen wir gleich erstmal erforschen. Und an dieser Stelle endet diese Folge Jurassic World Evolution 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt das Spiel auch gerne kaufen im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr schöne Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, ciao, ciao.